Fußball-EM 2024 in Deutschland. Was wird uns wohl erwarten? Wollen wir mal einen Blick riskieren? Zum einen hoffe ich, dass die deutsche Nationalmannschaft, wenn man sie denn noch so nennen kann, dieses Mal wirklich den Mund hält und sich in keinster Weise durch die Politik ablenken lässt. Es sind ja noch ein paar Monate hin bis zu diesem Fußball-Event und man darf ja gespannt sein. Neuerdings steht es ja unter Strafe, im Bundestag eine Deutschlandfahne hochzuhalten. Vielleicht dürfen wir bis dahin gar nicht mehr unsere Häuser in Deutschland schmücken, also ihr in Deutschland. Und vielleicht dürft ihr auch eure Autos gar nicht mehr schmücken. Wäre doch sicherlich gar nicht so abwegig, oder? Ich möchte ja auch fast dafür wetten, dass die Stadien in Deutschland alle in bunten Lichtern erstrahlen, weil Deutschland steht ja für Bunt, Toleranz, Vielfältigkeit, nur nicht zu seinen eigenen Farben. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte, Julia Nagelsmann. Hallo, vielleicht kannst du mal in den Deutschen Bundestag gehen und den Politikern mitteilen, dass sie auch Diener dieses Landes sind. Das brauchen nicht nur deine Spieler hören, können die auch ruhig hören. Danke.